So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Maker 2. Und wir haben auch schon wieder neue Level von den Leuten, denen ich hier folge. Also was heißt Folge, aber ne? Die haben auf jeden Fall auch noch neue Sachen gebaut. Jetzt gucken wir mal. Markus hat, glaube ich, was Neues gebaut. Das haben wir schon, das haben wir schon, das haben wir schon, das haben wir schon, das haben wir schon. Da, der Nightly Walk through the Swamp ist neu. 13,95, 1,33 Weltrekord. Let's go. Ah, okay. Das geht jetzt aber gleich wieder hoch, ne? Nee, geht's nicht. Ach, das ist eine Wand. Das geht nur am Anfang also runter. Okay. Gut. Flop. Na. Ist da oben was? Ah, ich will gucken. Oh. Jetzt geht's hoch. Ah, der Checkpoint wäre nach der hier besser. Dann muss man nicht mehr wieder durch die Röhre gehen. Für kleine ungeduldige Connens. Oha, das geht ganz schön hoch, das Level gleich. Ich glaube, das, was ich hier tue, wird mir nichts nützen. Ja, tschüss. Sieht aber schön aus. Alles klar. Ja, gut. Na, weil wenn man hier stirbt, muss man jetzt immer wieder durch die Röhre gehen. Da wäre es schöner, man würde den Checkpoint nach der Röhre setzen. Dann muss man nicht immer wieder durch die Röhre gehen. Das nur als ganz kleiner Mini-Hinweis. Okay. Ah, was tue ich? Oh, das war Quatsch. Das funktioniert nicht. Okay. Und wieder durch die Röhre. Flup. So. Ansonsten dürfte das bisher so dein längstes Level sein, ne? Ach, weißt du... Oh, jetzt komme ich da schon wieder... Doch, da komme ich nochmal, oder? Ah, nicht so, nicht so, nicht so. Vielleicht kommt man nochmal ran, aber so gerade nicht. So wie ich das gerade gemacht habe... Nein. So nicht. So. Warum tue ich das? Was war denn das jetzt für eine... Warum mache ich da eine Stampfattacke? So, vielleicht warten wir. Ach, ich brauche ja den Dings gar nicht. Ich kann da direkt... Ah, nein! Komme ich da jetzt nochmal ran? Nee. Also wenn ich den Koopa verpasse... Ah nee, das darf ich nicht machen. Wenn ich den Koopa verpasse, komme ich nicht mehr ran, oder wie? Sehe ich das richtig? Und weil ich leider ein Dumm bin, verpasse ich den ständig. Mein Gott, so. Jetzt machen wir es gleich von Anfang an richtig. Dankeschön. Oh Gott. Wobei ich ja jetzt sagen muss, nachdem ich die Physik von Schuhen und Sägen kennengelernt habe, bin ich mit den Schwimmreifen sogar einverstanden. Das sind ja noch ertragbar dagegen. Ups. Ups. Mit dir kommen nur gute Sachen raus, ne? Cool.
Ah, höher geht's gar nicht. Okay. Ach so, ich dachte jetzt, ich habe jetzt irgendwie gedacht, das ist so ein Sprungpilz. Aber es war kein Sprungpilz. Hui. Oh je. Jetzt ist es gar nicht so gut, dass ich Yoshi... Ja. Ah, Ziel. Da ist noch mein Leben drin, wa? Huch. Nein. Münzen. Okay. Gut. Gut. Okay. Mario Time. Es hat anspruchsvoller gewirkt, als es dann am Ende war. Den Rekord nehme ich mir. Den Rekord nehme ich mir. 1,33 werde ich ja wohl hinkriegen. Oh no. Vor allem, das kommt... Wenn ich das jetzt so sehe, kommt der verdammt bald der Checkpoint. Also das ist eigentlich... Ja, dann von der Schwierigkeitsstufe her doch wieder... Ich habe erst gedacht, als das da so hoch ging. Du hast da ewig weit nach oben gebaut, aber es hört dann ja doch relativ bald wieder auf. So, da einfach keinen Quatsch machen. Dankeschön. Und dann haben wir jetzt im Prinzip die ganzen, das Level schon, weil jetzt kommen nochmal die paar Haken hier. Also der Rest ist eigentlich praktisch jetzt ja nicht mehr so wirklich die Herausforderung, sondern es ist halt einfach ein Spaziergang. Wie ist... Oh no! Oh no, ich hab gechoked. Oh no! So viel zum Spaziergang. So viel zum Spaziergang. Upsi. Das war blöd. Upsi. Das kommt immer davon, wenn man so tut, als ob gerade alles total easy wäre. Nein! Ah! Ach komm, was tue ich denn? Schaffe ich das echt nicht in einem Wisch? Wisch? Das muss doch in einem Wisch zu schaffen sein. Hopp, hopp, hopp. Na bitte. Geht doch. Ein echter Speedrunner würde sich den Pilz natürlich jetzt auch nicht holen, weil er den nicht braucht. Aber ich gehe ja über den Cooper und werde jedes Mal von dem getroffen. Deswegen nehme ich den ja doch mit. Nein! Warum? Wann höre ich denn mal auf, solche typischen Fehler? Oh mein Gott. Solche typischen Fehler zu machen. Wann höre ich denn damit auf? Ich will doch nur einen Rekord holen. Ach komm! Bam, 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 bam. Ey! Ist ein bisschen kürzer. Ach! Auf jeden Fall ein paar Sekunden wieder verloren hier. Ah. Was soll's? Es gibt Schlimmeres. So, jetzt springen wir einfach nicht über den Reifen. Dankeschön. Nein, warum? Ach Mann. Eigentlich kann ich es jetzt schon wieder lassen. Das gibt's doch nicht. Oh, warte, man kommt ja viel schneller so hoch. Ah. Das brauche ich nicht, das Pilz. Das Pilz. Das Leben. Und hier brauchte ich Yoshi gar nicht nochmal, ne? Nee. Weil da kommt jetzt ja... Genau, der Kollege. Da ist Yoshi nur hinderlich. Nein!
Also besser als 1,33 wird es gewesen sein, aber das kann man locker noch breaken. Also, nicht breaken im Sinne von... Na, ihr wisst, was ich meine. Schlagen kann man die Zeit locker noch. Aber ist jetzt egal. Gut, das war das. So, hat Trivi was Neues gebaut? Nein, da würden wir immer noch hier hängen. Aber das machen wir jetzt nicht. Hat Maddie was Neues gebaut? Nein. Okay. Sieht man auch, glaube ich, hier an dem zuletzt aktiv, ne? Gut, und die haben wir gerade erst gespielt. Alles klar. Dann können wir... Was machen wir denn? Was machen wir denn? Wir haben jetzt noch 10 Minuten. Wollen wir mal wieder ein bisschen hier Dings weitermachen? Wir machen mal ein bisschen Abenteuermodus weiter. Da haben wir auch ganz viel zu tun. Meine Herren, haben wir viel zu tun. 34% gerade mal. Ach Gott, Schlangenblöcke. Okay, los geht's. Schlangenblock-Freundin hat das gebaut. Liebe Schlangenblock-Freundin, es gibt auch blaue Blöcke. Die sind schneller. Ist ihr Ernst, ja? Ach, Nintendo zeigt den Kindern doch nicht sowas. Das ist kein gutes Level-Design, Nintendo. Nein. Böse aus. Pfui. Wenn das jetzt noch höher gegangen wäre und ich nicht mehr drauf gekommen wäre, ne? Dann wäre was los gewesen. Oh, da ist nicht mal ein Pilz drin. Oh, yes. Oh, yes. Tschüss. Oh, mein Gott. Was ein Quatsch. Oh. Nee, Mann. Echt nicht. So, was bauen wir eigentlich gerade? Ich habe keine Ahnung. Nur eines. Wir sollten das andere... Wieso können wir das andere nicht schon starten? Deswegen. Aber guck mal da, wir können eine Kanone gleichzeitig bauen. Ja, los. Was immer man gleichzeitig bauen kann, ist gut. Weil dann wird mit jedem Level sozusagen eine Stufe mehr. Na, jetzt kriege ich nämlich gleich wieder zwei Sachen auf einmal hin. Und das ist gut. Das ist das, was wir wollen. Rückprallregenkurs. Ja, ja, gib mir. Wie gesagt, nachdem ich jetzt Schuhe und Sägen kennengelernt habe, bin ich für die Ringe voll zu haben. Der Rückprallringlüft. Ah ja. Weil dagegen verhalten die sich echt human. Kann ich mir den aufsetzen? Anscheinend nicht. Oh mein Gott, was habe ich denn jetzt wieder mir dabei gedacht? Nix. Ich hatte Bedenken. Aber ist alles gut. Gib mir den. Keine Lust hier hängen zu bleiben. Wirklich nicht. Weil es scrollt halt. Das heißt, ich komme nicht schneller durch das Level durch. Auch wenn ich quatsch. No! No! Auch wenn ich Quatsch mache. Ne? Wenn ich jetzt sterbe, kann ich alles von vorne anfangen. Das will ich auf gar keinen Fall. Oh mein Gott, da fallen Gummis runter. Oh mein Gott, da kommt das Ziel. Nicht, oh mein Gott, das wäre es jetzt gewesen. Wenn ich in den reingerannt wäre, ich hätte mir den Tisch gebissen jetzt. Ich hätte richtig in den Tisch gebissen. So, und jetzt kriegt man nämlich für das Ostgebäude und die Kanone jeweils ein Bauteil. Und das ist gut. Zack. Machen wir nämlich zwei auf einen Schlag. Aber jetzt brauchen wir wahrscheinlich wieder 3 Jahre, bis wir das nächste bauen können.
Was nützt mir das jetzt, dass das Ding fertig ist? Genau. Nix. Gut, dass wir drüber geredet haben. Oh ja, diese einzelnen Münzen sind so viel wert. Huh. Ich kann mich gar nicht halten. Vor Begeisterung. Ja, aber wie gesagt, wir können gerade nichts anderes machen, ne? Ah. Können wir nicht Kredite aufnehmen? Ach komm, lass mich einen Kredit aufnehmen. Ich zahle es in doppelter Höhe zurück. Nein, ich will einen Kredit. Mir war das jetzt wie ein echter, hat man auch nicht das Geld und gibt einen Kredit auf. Hier 1000 Münzen und ich zahle dir in 5 Tagen 5000 zurück. Ist das ein Deal? Großartig. So. Wo sind wir? 15 Sekunden. 15 Sekunden! Genau, die Aufnahme läuft 15 Sekunden. Richtig. Was wir in 15 Sekunden schon alles geschafft haben. Puh! Das soll mir meiner nachmachen. Ihr seid übrigens alle Doofies. So. Da fällt er einfach noch runter. Komm her. Du möchtiger Charlie. Hier, nimm dies und dies und dies und dies und dies und dies und dies. Lel. Aber die Coins interessieren mich dann doch schon. Nein, gib mir Coins. Warte, warte, so rum. Ah! Oh Mist. Hier, miau, miau, miau. Tschüss. Nein, das echte Ziel ist natürlich alle, ausnahmslos alle von den Viechern. Runterzustürzen, bis an den Anfang zurück. Das muss man eigentlich machen. So. 58 Münzen gesammelt, das ist doch gut. Wait, da oben ist noch eine bestimmt. Nein? Schlecht. Aber okay. Zack. Gott, dieses Miau. So, kriegen wir 300 dazu. Dankeschön. Flop. Trotzdem brauchen wir über 1000 für die nächste Stufe. Oh mein Gott. Ich hoffe, die Kanone bringt zumindest irgendwas Brauchbares. Oben, unten Mario und die Buhlaken. Was sind denn Buhlaken? Was Buß sind, weiß ich. Was Laken sind, weiß ich auch. Ich bin so eine Nuss, ne? Was gibt's denn für Buß, die wie Laken sind? Hä? Ich kenne nur diese komischen Klebegeister an der Decke. Oh, wait. Beziehungsweise auf dem Boden, die immer so sich in den Boden zurückdrücken. Die kenne ich. Aber das sind ja keine Laken. Ja, okay, aber die sind gemeint. Wo sind denn das Laken? Das sind irgendwelche Klebetropfenviecher, keine Ahnung was. Aber keine Laken. Keine Laken. Wie heißen die denn in echt? Garantiert nicht Laken. Ist die vielleicht Buh-Layer oder sowas? Und dann deswegen über... Hä? Ach so. Deswegen übersetzt die das als La... Oh mein Gott. Was ist das denn? Ich möchte das nicht. Oh, das möchte ich. Da bin ich einverstanden mit.
Jo, jetzt ist das schon mehr so eine Bodecke, auf jeden Fall. Das, Puh. Oh no. Oh no. Okay. Lass mich in Ruhe. Ja, aber jetzt. Ach so. Jetzt komme ich in die andere Richtung hoch. Und dann komme ich da rum. Kann ich den eigentlich killen dadurch? Ja! Voll gut. Also die kann man auch, oh mein Gott. Die kann man auch killen. Aber jetzt sehe ich das richtig, dass ich... Ah, das riskant spiele. Ah ja. Ach so. Wir sind immer noch bei Ob und Mario. Ah, ich wollte gerade sagen, irgendwas fehlt hier, aber die Blöcke sind da. Okay. Komm jetzt nochmal, Bu, mein Gott. Okay. Coins! Wir brauchen Geld. Gib mir das Ziel, bitte, danke. Okay, Coins. Yes. Ja, geht's aus der Position, glaube ich, auch nicht. Sehr schön. 77 plus die Missionsmünzen. Und die Missionsmünzen waren 150, macht gut 200 mehr. Nice. Zack. Trotzdem werden wir es nicht schaffen, jetzt wieder zwei Sachen auf einmal zu bauen. Na, das ist echt schade. Das ist echt schade. Festung der Todeswippen gibt alleine schon 200 Münzen. Okay, ja, let's go. Ah, die Dinger können auch durch die Gegend fahren, ja? Puh. Ja, das, ist ja nicht so gut. Da läuft er automatisch runter. Was ist das denn? Jetzt macht das nicht. Mario, please. Ach, kein Quatsch. Okay, ich würde gern die... Nee, dann lieber nicht. Okay, wir nehmen... Ach so, die verschieben auch so... Die verschieben mein Gewicht, deswegen sind die da. Nicht, weil ich die brauche. So, ah, das fällt runter. Sondern weil die stressen. Komm, du willst auch keinen Stress, ja? Mach das wieder hoch. Mach das wieder... Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay. Ich behalte das jetzt. Ah, okay, cool, 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 cool. Ob da links was gewesen... was? Wait, wow, wait, was spielen wir hier? Ich bin nicht überzeugt. Oh, aber es funktioniert. Okay, es funktioniert. Alles gut. Alles gut. Ich hätte gern diese Münzen. Dankeschön. Boah, das funktioniert halt echt. Okay, lieber den hier. Vielleicht werden die Wippen einfach noch größer. Jetzt nehme ich den mit. Mach dich weg, mein Freund. Moment, jetzt nehme ich den auch mit. Hat sich eh erledigt.
Null. Okay. Das war interessant. 79 Münzen alleine schon fürs Level. Sehr schön. Und dann kommt 200 dazu, also knapp 300. Sehr gut. So macht man Cash. Plopp. Und die Kanone ist fertig. Dann gehen wir doch gleich mal zur Kanone. Hätte ich gesagt. Yippee! Und schießen uns zum Mond. Nein, keine Ahnung. Geld! Die schmeißt mit Geld! Ja, bist du denn des Wahnsinns? Wo ist das hin? Oh. Das war alles. Das war jetzt ja eher schwach, ne? Was willst du denn? Ja. Moment, das machen wir, wenn wir... Wobei, wir haben immer Aufträge, ne? Ach komm. Besiege alle Stachis und erreiche das Ziel. Wie besiege ich alle Stachis? So besiege ich alle Stachis. Das ist halt sein Ernst, ne? Okay. Toll. Jetzt kann er bauen. Jetzt finde ich den Steinquader. Na klar. Ein Stern. Wollt ihr mich veralbern? Gut, hier sind ja zum Glück genug Steinquader. Leider kann ich keinen davon abbauen. Schade. Das ist ungewöhnlich. Nicht in SMMM, aber eigentlich ist das ungewöhnlich. Das wollte ich nicht. Wait, ich kann ihn aber trotzdem nicht mitnehmen, ne? Okay. Hä? Wo kriege ich jetzt einen Steinquader? Hä? Muss ich den aus der Wand rausschlecken? Tschüss. Muss ich so einen Steinquader aus der Wand rausschlecken? Null. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Weil dann wäre ja hier eine, aber da komme ich halt nicht ran. Da wäre auch eine. Ah ja. Das ist jetzt nicht so gut. Aber da Yoshi ja nicht schluckt, geht das voll klar. Gut, das mit dem voll klar ist eine, so eine Sache. Wait, wie kriege ich denn jetzt?
so doof. Okay. Auf Anfang. We got this. Jetzt haben wir ja verstanden, was los ist. Ich kehre also mit Yoshi erstmal zurück. Wenn ich denn dann mal eins kriege, dankeschön. Lul. Cool. So. Gut, der stört mich nicht weiter. Aber ich muss mir was überlegen für da hinten. Bam. Schade. Bam. So. Kann ich ihn nicht in die Hand? Ja, das Problem ist halt, ich krieg den nicht nach oben, ne? Genau. Das heißt, da muss ich irgendwas mit Yoshi tun. Aber das reicht ja nicht. Ach! Ich bin ja doof. Ich bin ja doof. Mein Gott. So, jetzt kriegst du erstmal den voller Sabber von Yoshi abgeschleckten Steinquader. Viel Spaß damit. Plopp. Ja, ich glaube auch. Was? Ah, der baut jetzt Figuren. Okay. Aber ich will ja eigentlich hier erstmal was Neues starten. Ach, oh. Ja gut, dann machen wir halt weiter hier beim Osten. Warum denn auch nicht? Jetzt brauchen wir halt wieder 1000 Münzen. Oh, mein Gott. Ja, wir brauchen... Ich gebe dir gleich... Ja. Im Land der Truppkrabbel. Ah, wir sollten den Part beenden, ne? Und am besten auch die Aufnahme. Waren schon wieder 3 Parts. Ich bin schon wieder, glaube ich, jetzt am Wochenende angekommen. Sind das die Truppenkrabbel? Das sind die Truppenkrabbel. Was ist das denn für ein schnelles Scrolling? Was ist... Hallo? Ich bin überfordert. Mach das mal nicht. Das ist ganz merkwürdig. Das ist ein ganz merkwürdiges Scroll. Oh mein Gott. Das ist ein ganz merkwürdiges Scroll, mein Gott. Was ist das für ein Scrolling? Also es funktioniert, aber es ist, fühlt sich wahnsinnig merkwürdig an. Okay. Aha! Schade, keine 10 Münzen. Aber gut, geht klar. Das war ganz merkwürdig. Richtig merkwürdig war das. Okay. Zack. Zack. Nachtflug in der Clownkutsche. Besiege alle Bowser 1 und erreiche das Ziel. Was ist das denn jetzt? Ein konstruierter Shooter? Hätte ich aber gerne dann eine Blume. Cool.
Ach so. Ich dachte, ich müsse die Röhre. War Quatsch. Yo, 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 yo. Da ist meine Blume. Jetzt einfach kein Quatsch machen. Stirb du mal. Da ist noch eine Blume. Ja, ist ja gut. Wo ist jetzt... Wo ist jetzt eigentlich Bowser, wollte ich gerade fragen. Nun. Da ist er und er bewegt sich in einer... einer interessanten Form zurück. Ja, tschüss, ne? War cool mit dir. Oh yeah, Mario time. Bowser war gefangen in der Diamantenform. Alles klar. Plopp. So, komm, bis 40 können wir noch spielen. Münzausflug in der Clownkutsche. Warum denn schon wieder die Clownkutsche? Alle Münzen 50 und erreiche das Ziel. Gut, Münzen sammeln ist eh mein Ding. Was ist denn jetzt kaputt? So, gib mir das. Jetzt sammle ich Coins, ja? Aber ich muss irgendwie hier... Ach so. Cool. Ja, dann haben wir es ja gleich zusammen, die Coins. Hey, das war's. Sick. Riesiger Mario verlässt die Stage. Okay. Nehme ich so hin. Plopp. Plopp. Erster Aufzug. Licht aus, Spot an. Aufzuglevel. Von Zirkusdirektor gebaut. Ist das wirklich ein Aufzuglevel oder verstehe ich das anders? Das ist ein Aufzuglevel. Okay. Cool. Holy moly. Ja gut, das war aber wichtig, das zu zeigen jetzt auch, ne? Ja. Und von vorn. Ah, das ist ja ein tolles Level. Wo ist meine Knopf 2, der den Layer ausschaltet? Und dann sehe ich was. Wo ist der Knopf? Oh, jetzt habe ich auch was runtergeschmissen. Okay. Also da will ich nicht rein, das habe ich nicht gewusst. Okay. Ah, ich muss vorher. Ich wusste es halt nicht. Jetzt weiß ich's. Muss aber wieder bis zu der Stelle spielen. Ah, es macht Spaß. Oh yeah. Ha. Ich will dieses dumme Ding da unten halt ausblenden. Warum geht das nicht? Warum kann ich nicht? Was heißt? Was heißt?
Was heißt das? What? Wahrscheinlich, wenn ich was gesetzt hätte, könnte ich das wieder wegradieren, ne? Im Level kann ich nichts verändern. Aber ich will, dass das Ding da unten verschwindet. Das nervt mich. Das soll aus dem Interface raus. Warum geht das nicht einfach wieder weg? Penetrantes Scheißding da. Das verstehe ich halt einfach nicht. Nintendo. Nintendo, please. Ich finde das nicht gut, was ihr da macht. Hört auf, Quatsch zu bauen. So. Okay, also die in der Luft können dafür sorgen, dass es hell wird. Bruder. Ja, woher soll ich das denn... Ah ja. Klar, die Münze da unten hole ich mir auf jeden Fall. Oh, lass mich ins Ziel. Oh mein Gott, was ein dummes Level. Holy shit. Okay. Dann haben wir das Ostgebäude wahrscheinlich jetzt fertig. Hui! Dach fertig. Ja, kommt da noch was oben drauf? Ich habe keine Ahnung. Ja, also erstmal kommt da nichts mehr. Okay. Aber dann schließen wir hier ab. Danke fürs Zuschauen und... Tschüss.